Jo, da bin ich wieder und alles angeschlossen. Die Konsole läuft. Ich nehme mir natürlich noch meine Kopfhörer, damit ich diese ultra coole Musik höre, wie ihr sie habt. Ihr braucht auch nur eine Seite. Ich habe euch gesagt, es ist Mono, sprich, ich höre jetzt auch auf einer Seite. Und wir fangen mal an mit Chip und Chap. Ich lege das Spiel in die Konsole. So, Leute, Konsole ist dran. Ich höre auch schon Musik, ihr wahrscheinlich noch nicht. Spiel ist drin. Ich brauche auch nur lustigerweise eine Seite von den Kopfhörern, weil ich habe ja gesagt, es ist Mono. Sprich, ich höre es jetzt auch nur einseitig. Ihr im Video nicht, weil ich da ein bisschen arbeiten werde, dass ihr diese Qual nicht habt. Wir fangen an mit Chip und Chap. Und ich fange an aufzunehmen in 3, 2, 1 und die Aufnahme läuft. Ihr seht, es ist ein Zwei-Spieler-Spiel. Man könnte es jetzt also auch zu zweit spielen. War damals gang und gäbe, dass Jump'n'Runs zu zweit spielbar waren. Muss ich sagen, war auch definitiv sehr gut. Ich schalte nur einmal kurz in Vollbildmodus bei mir. Ja, fangen wir an. Ich kann zwischen Chip und Dale wählen. Ich nehme Chip. Okay, Gang, we have a new assignment. Lalala. Ja, okay. Ganz, ganz schlimme Sachen. Also, ich bin Chip. Ich habe hier meine zwei Tasten. Eine ist Springen. Mit dem Steuerkreuz bewege ich. Mit den anderen, mit dem B, kann ich Sachen aufheben, die dann auch meine Waffen darstellen. Ganz, ganz viele Sachen einzusammeln gibt's. Ich kann mich auch hier so in Kisten verstecken. Das sind meine bösen, bösen Gegner hier. Über die KI reden wir mal nicht. Die laufen einfach nur starr nach vorne. Auch gerne mal an mir vorbei. Ah. Ihr seht, oben links habe ich meine Lebensenergiezeige. Und zwar drei Herzen, die natürlich auch wieder auffüllbar sind. Ansonsten kann ich diesen ganzen Krams hier ansammeln, um extra Leben zu kriegen. Die verstecken sich auch gerne mal unter den Kisten. Schlimmste waren damals immer die Ohrwürmer, wenn man die durch den Liedern gekriegt hat. Ich meine, wen gibt es nicht, der heutzutage noch Super Mario Boss und kann die Kisten auch nach oben werfen. Lustig im Zweispielermodus ist es einfach, weil man kann seinen Partner auch hochheben und mit dem Fies ist wegschmeißen zum Gegner. Oder man kann ihn auch bewerfen mit den Kisten. So, gut. Auch eine Sache ist, ihr könnt jetzt nicht wieder runtergehen. Also, wenn ich jetzt runtergehen würde, würde ich eher runterfallen und wäre tot. So, weiter geht's. Jetzt bin ich unverwundbar. Tut mir leid, wenn ich mitsumme, Leute. Ja, das sind Eisenkisten, die kann ich nicht werfen, sondern nur so übereinander stapeln. Ah ja, übrigens auch schlimm ist, wenn ich jetzt sterbe, fange ich von ganz vorne an. Keine Checkpoints oder sowas wie in Modern Warfare. So, ach doch, du bist gestorben, ja, dann setzen wir dich mal 30 Sekunden zurück in die Vergangenheit. Mit voller Energie und frischer Munition. Ich beeile mich jetzt hier auch mal ein bisschen. Das wird ja sonst echt langweilig. Wow. Ein Geheimfach, warum auch immer, da jetzt mal was. Gott, ich bin so schlecht. Ich sag euch, ihr werdet wahrscheinlich nicht mal den ersten Endboss sehen. Dann tut es mir natürlich leid. Stromschläge.
Hm? Was ist der denn? Nein! Ey, ich hab's euch gesagt, Leute. Ich habe euch vorgewarnt. Das ist damit mein letztes Leben. Das ist sehr traurig. Vielleicht kann ich so noch ein bisschen zum Spiel sagen. Also nach jedem Level kommt natürlich ein Endboss. Wenn ich diesen Level geschafft habe, gibt es eine Map. Ähnlich wie bei Super Mario Bros. 3. Sprich, also ich kann mich für eins von 2 bis 3 Leveln entscheiden, was ich danach spielen will. Am Ende führen eh alle Wege zum Ziel. Nämlich zum wie hieß er denn? Don Cazzone? Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser böse Wächt hieß bei Chip 'n Dale. Sprich, dieser fette Kater oder Fat Cat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das nachher natürlich der letzte Endgegner, um den sich alles dreht und ja. Kennt ihr alle schon, ne? In der Theorie kann ich vorspulen. Aber ich glaube, ich werde langsam besser. Oder ich bilde es mir einfach nur ein. Ich habe mit runter gedrückt. Oh Gott. Der schon wieder, der hier wegspringt. So. Ha! Nein, nein, nein! Komm. Er wird jetzt sagen, ja, juhu, jetzt wird hier zwischengespeichert. Aber dass eh mein letztes Leben ist, ist es auch völlig egal. Ihr seht auch, die Kollisionsabfrage ist auch eher rein provisorisch. Hier so ein kleines Rätsel. Oh, wie komme ich denn da jetzt hoch? Ja, gut. Bin mir so blöd anstelle, gar nicht. Jetzt. Hey! Auch immer sehr lustig war damals. Es tut mir leid, also ich mache jetzt nicht nochmal die Continues, das wäre zu albern. Ja, ich bin gestorben. Ich hätte jetzt noch 2 Continues, ansonsten fängt es von vorne an. Ein kluger Spieler wird jetzt sagen, hey, ich gehe auf End und starte nochmal, weil dann habe ich ein Continue mehr, weil ich fange eh an derselben Stelle an. Ja, das war Chip 'n Dale. Die erste Pleite von wahrscheinlich 4, die kommen wird. Aber gut, schauen wir mal, wie es bei den nächsten ist.